Hallöchen YouTube und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute müssen wir mal über Arena Breakout Infinite sprechen. Es ist ja gerade ziemlich im Hype und aktuell spielen es auch ziemlich viele Leute. Auch erst kürzlich haben die 1 Million Wishlists auf Steam erreicht. Also man sieht, es ist ziemlich im Hype. Ich habe jetzt ungefähr circa 10 Stunden in der Beta verbracht und mir eine kleine Meinung gebildet. Was mir positiv aufgefallen ist, Solo Gameplay macht sehr viel Spaß. Aber in der Gruppe viel mehr. Performance ist eine glatte 10 von 10. Da kann sich EFT ruhig davon bedienen, will ich in EFT sehen. Die Grafik ist auch sehr hübsch. Gute Sichtweite, man erkennt viel, super. Das Map-Design ist auch ziemlich gut. Die Maps sind schön designt, aber die Spawns sind ein bisschen fragwürdig. Denn es gibt zum Beispiel auf Farm, du spawnst, keine 10 Sekunden, kannst du einen Spieler töten. Das ist ein bisschen weird, aber it is what it is. Das Spiel hat allgemein gute Quality of Life Features, wie zum Beispiel diese Map, die man am Ende vom Raid sieht, wo du überall warst. Das ist ziemlich nice. Und dass du im Stash Quick Buy machen kannst, um schnell ready zu sein für die nächste Runde. Die Schritte sind gut zu ordnen im Spiel, aber es kann ziemlich chaotisch werden, wenn man viele Schritte auf einmal hört. Aber es ist ziemlich witzig. PvP macht sehr viel Spaß, tatsächlich. Was mir nicht so gefallen hat an Arena Breakout ist, der ganze Loot auf den Maps ist eigentlich komplett useless. Außer Essen und Trinken und halt die seltenen Items. Aber der Rest eigentlich kannst du mal liegen lassen. Und die UI im Hauptmenü ist ein bisschen komisch. Also wenn du zu den Tradern willst, ist nicht so gut designt, weil du viel rumklicken musst, um was zu verkaufen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und ich habe noch ein paar negative Punkte, aber kommen wir kurz zu mir. Lul. Und zwar, ich streame nämlich immer montags, mittwochs, freitags und samstags auf twitch.tv/RickRateTV und lass mir gerne hier noch ein Like und ein Abo da. Das würde mir sehr helfen. Vielen Dank. Und meine größten Kritikpunkte an Arena Breakpoint sind, es könnte möglicherweise Pay-to-Win werden. Vielleicht machen die es wie bei Call of Duty, dass anfangs noch alles gut ist und dann wird es immer schlimmer. Aber mal schauen. Ich hoffe natürlich nicht, aber die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Was auch ein bisschen komisch ist, der Secure-Container, also diese Arschtasche, man kann anscheinend bei der Mobile-Version einen mieten für ein paar Monate. Ich hoffe, das kommt nicht bei der PC-Version. Und ich hoffe, man kann sich irgendwie ein paar Secure-Container freischalten durch Gameplay, durch Quests. Und natürlich der größte Kritikpunkt, Arena Breakpoint ist ja ein Free-to-Play-Game oder es wird ein Free-to-Play-Game. Und für mich heißt es eigentlich nur, das kann nur voll mit Cheatern werden. Aber mal schauen, wie wir das Problem lösen werden. Und ja, kurz kleines Fazit. Arena Breakpoint ist ein guter Konkurrent zu EFT. Also ich würde sagen, für mich ist halt EFT Platz 1 oder kommt direkt Platz 2 Arena Breakpoint. Aber Arena Breakout ist halt kein EFT-Killer. Aber es ist eine gute Abwechslung zu EFT. Wenn man keinen Bock hat auf EFT, kann man auch einfach Arena Breakout spielen. Aber natürlich, Konkurrenz ist immer gut. Möglicherweise kriegt EFT dafür besseren Content. Vielleicht könnt ihr was von Arena Breakout abschauen. Aber ja, man kann einfach beide Spiele spielen ohne Probleme. Und man kann bei beiden Spielen Spaß haben. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich wünsche einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.